Hattet ihr auch schon mal das Bedürfnis, Stifte auf ein Schiff zu werfen? Dann seid ihr hier richtig. Willkommen zu 6 Minuten Flash Games. Ich stelle euch vor Sandcastle. Das ist ein sehr lustiges Spiel. Ihr könnt hier mit verschiedenen, mit Stiften, einer Bananenrakete, einer Schrotbombe, einem Tennisball und Seife und kleinen Steinen auf ein Schiff, auf mehrere Schiffe schießen, die hier so in der Gegend rumfahren und eure Burg kaputt schießen wollen und euer Dorf. Erstes Level, Weiße Flotte. Jetzt haben wir hier so eine Kanone, mit der wir schießen können. Und da kommt oben rechts, seht ihr die Anzeige mit den drei Booten, die kommen. Und da schießen sie auch schon, also schießen wir zurück. Pam, wir haben es getroffen. Es hat Leben verloren, das sehen wir an einer Anzeige. Und jetzt müssen wir versuchen, es zum Sinken zu bringen. Und diesmal haben wir das andere getroffen. Die Gegner werden mit der Zeit echt schwer, weil sie so viele Kanonenbälle schießen, dass sie manchmal deine treffen, die jetzt eben, und du dann nicht bis dahin schießen kannst, wo sie sind. Ach, das ist auch wirklich eine Kunst, genau so zu schießen, dass man die Boote trifft, jedenfalls in den späteren Leveln. Und eins haben wir schon zum Sinken gebracht. Ich persönlich liebe diese Musik, also eine der besten Spielmusiken überhaupt von solchen Flash-Games. Ja, ich zeige euch auch gleich noch, wie das dann aussieht, wenn man weitere Waffen freigeschaltet hat. Ich kaufe die gleich alle mal im ersten Level, wenn ich kann. Um sie mal zu zeigen, denn so viel Zeit haben wir ja nicht. Wir haben uns ja ein Limit gesetzt. Pam. Ich bin wieder grandios am Verhauen der ganzen Mission. Unglaublich, unglaublich. Aber es ist wirklich nicht leicht. Von Anfang an ist es relativ schwer. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass der Rekord da bei 37 Sekunden liegt, das durchzuspielen, weil ich habe das irgendwo gelesen und das kann ich mir nicht vorstellen. Wie soll denn das gehen? Da da dam, da da dam, dam dam, da da dam, da da dam. Das Schöne ist, wir sehen halt immer, wie lange wir jetzt schon an dieser einen Flotte uns die Zähne ausbeißen. Ich bin so ein mieser Schütze. Ach. Immer noch zu weit. Das gibt's doch nicht. Und ja, so geht das. Jetzt wieder ein Stück weiter. Ja, Santa Maria. Es ist noch Santa Maria. Ach ja, die großen Schiffe sind dann sozusagen die Endgegner der jeweiligen Flotte. Sie schießen mit größeren Kugeln, die dann deine Stadt zertrümmern. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass man so ein Level überhaupt verlieren kann, denn ich habe noch nie gesehen, dass eine Flotte es geschafft hat, meine Stadt so kaputt zu schießen, dass sie irgendwie total kaputt wäre, dass ich von vorne hätte anfangen müssen. Also insofern ist es vielleicht gar nicht so ein Druck, aber es ist natürlich schon eine Genugtuung, wenn man die Flotte hier zerstört hat. Haben. Ein sehr militärisches Spiel. Es ist auf keinen Fall für Kinder unter 18 Jahren geeignet. Kinder unter 18 Jahren ist auch gut. Denn das könnte natürlich zu Gewaltfantasien führen. Besonders deshalb. Auf einmal fängt ihr Kind an, mit Bananen, Tennisbällen und Stücken Seifenstücken nach Schiffen zu werfen. Das wäre auch nicht schön. So. Das muss reichen. Und jetzt, so, zweiter Kampf, gelbe Flotte. Jetzt zeige ich euch mal die verschiedenen Waffen. Hier haben wir bisher gehabt den Rock, den Stein. Der macht kaum Schaden und fliegt so lang. Dann gibt es den Stift, den ich persönlich am lustigsten finde. Der fliegt nämlich so und macht ziemlich viel Schaden, wenn er nicht von der Kanonenkugel getroffen wird. Pam. Dann gibt es die Bananenrakete. Die Kanonen sehen echt so geil aus, ich liebe die. Die sind so... Ach ja, die Bananenrakete hat übrigens den Vorteil, wenn die was trifft, wenn sie mal was trifft, ne, also dann geht's ab. Gut, dann spaltet die sich in mehrere Raketen auf. Hier haben wir die Schrotkanone, auch sehr effektiv. Die trifft fast immer. Dann den Tennisball. Sehr gut. Bam. Und schon haben wir eins versenkt.
Und sehr lustig ist auch die Seife. Die flitscht auf dem Wasser lang. Und kann mehrere Gegner treffen. Das ist auf jeden Fall schon mal eine coole Waffe. Und so haben wir schon die zweite Flotte besiegt. So, kaufen wir uns doch nochmal ein bisschen Seife und diese Schrotdinger. Schon. Nächster Kampf. Rote Flotte. So, das ist Sandcastle. Verschiedene Level, mehr werdende und schwerer werdendere Schiffe. Lustige Kanonen mit lustiger Munition. Das reimt sich. Und eine Menge Spaß. Da 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 da